Heute jagen wir Minecraft-Namen wieder in den Google-Übersetzer 6000 Mal und das Ergebnis muss ich in Minecraft einfügen. Freunde, fangen einfach an und zwar mit einer Holzschaufel 6000 Mal übersetzen. Was kommt raus? Tod? Okay, das fängt ja schon mal gut an. Mit Tod verbinde ich den Tod, also mache ich hier jetzt mal so einen Totenkopf. Und ich finde, der sieht gar nicht verkehrt aus. Und weil es ja vorher ein Werkzeug war, habe ich unten mal noch so einen Stiel rangebaut. Und so sieht sie in-game aus. Gar nicht mal so schlecht. Sieht irgendwie aus wie ein Eis. Und Sand abbauen kann man natürlich auch damit. Ich finde es auch so geil, wie plötzlich dieser Totenkopf unten rechts auftaucht. Hello there. Was können wir jetzt damit abbauen? Richtig Sand. Und der wird zu Drucker? Also bin ich in unser Lieblingsprogramm gewechselt, Blockbench. Dann habe ich da versucht, einen Drucker zu 3D modellieren. So, die äußere Schale sieht schon gar nicht verkehrt aus. Müssen wir den Lachs noch anmalen. Hier noch den Farbtank abbilden. Ist ja, glaube ich, so. Und dann noch ein paar Knöpfchen zum An- und Ausschalten zum Bleistift. So, und der Drucker ist soweit eigentlich fertig. Mal schauen, wie der Ingame aussieht. Ach du heilige Makrele, was ist denn jetzt hier passiert? Die ganze Küste wurde einfach durch ganz viele Drucker ersetzt. Aber irgendwie sieht das echt cool aus, vor allem mit dem Shader. Das hat ehrlich was. Und wenn ich den Drucker in der Hand halte, verdeckt er gefühlt den halben Bildschirm. Aber ist geil. Also können wir quasi mit der Todesschaufel jetzt Drucker abbauen und dann kriegen wir Drucker auch gedroppt. Und wir können uns sogar auch mit den Druckern hochstacken. W. Zu was können wir Sand alles verarbeiten? Richtig, zu Glas. Und das wird zu Schwert. Okay, ein normales Schwert wäre ja ziemlich langweilig. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal ein Lichtschwert, würde ich behaupten. Und das war zum Glück auch gar nicht so schwer zu machen. Einfach hier unten so ein Stiel, wo man was festhält. In Grau. Und dann oben das Licht halt in Blau. Weil ich Blau ganz cool finde. Allerdings brauchen wir noch was zum Schmelzen. Und dafür nehmen wir jetzt einfach mal Holzkohle. Da kommt raus Wut. Okay, da denke ich an diesen wütenden Emoji. Ich würde sagen, den pixeln wir mal. Also habe ich den erstmal rot gefärbt, dann die Augen hinzugefügt, die sauren Augenbrauen, den Mund und etwas verschönert. Und dann mal schauen, wie es jetzt in-game aussieht. So, wir haben jetzt auf jeden Fall alles ready. Wir können mit unserer Totenkopfschaufel erst noch ein paar Drucker farmen. Dann unseren Ofen platzieren, den wir vor 11 Monaten gemacht haben. Als wir Ofen nämlich übersetzt haben, da kam der Ofen raus. Deswegen habe ich da so einen Pfeil mit der drüber geschrieben. Richtig dumm. Jedenfalls können wir dann hier Holzkohle jetzt reinlegen und den Drucker weiterverarbeiten. Das ist so verrückt. Mit wütender Holzkohle brenne ich im Ofen Drucker zu Lichtschwertern bzw. zu Glas. Wir können die jetzt auch mal hier rausnehmen und dann können wir die auch in der Hand halten und das sieht ja ultra fresh aus. Also ehrlich jetzt, Junge, ich fühle mich wirklich wie so ein Jedi. Beziehungsweise eher wie ein Skywalker, weil die hatten ja die blauen Lichtschwerter. Aber trotzdem, voll geil. Man müsste die nur noch irgendwie werfen können oder so. Echt richtig, richtig cool. Wie sieht es aus, wenn die platziert? Oh, sieht so aus, als würde das Blatt hier vor dem Drucker verbrennen. Junge. In der Folge von vor 11 Monaten haben wir ja schon mal eine Rüstung gemacht. Und zwar ist das die Netherite-Rüstung. Und mit so Ozeanschuhen, Usain Bolt-Hose, eine Tarnrüstung und eine coole Cappy und ich würde sagen, wir machen dasselbe jetzt einfach mal mit der Diamantrüstung. Ich bin gespannt, wie die gleich aussehen wird. Und wir fangen an mit den Diamantschuhen und die werden zu Was ist warm? Also ich denke mal, der will auf Feuer hinaus. Deswegen machen wir die Boots jetzt mal so ein bisschen feurig hier. Das sieht auf jeden Fall aus wie so zwei Flammen. Müssen wir das nur noch auf die Rüstung übertragen. Das ist immer so ein bisschen komplizierter, aber ich denke, das kriege ich gleich noch hin. Und in der Zwischenzeit machen wir weiter mit der Diamanthose. Wurzel? Diese Wurzel oder diese Wurzel? Ich hoffe mal nicht die mathematische, deswegen nehme ich die pflanzliche. Gar keinen Bock auf Mathe jetzt. Das habe ich dargestellt, indem ich da so ein bisschen Wurzel nur so ein paar Blätter so über die Hose gezeichnet habe. Und wir machen weiter mit der Diamantbrustplatte, die wird zu Urlaub. Ja, das könnte ich langsam auch gebrauchen, du. Also habe ich einfach mal auf die Brustplatte hier so eine kleine Landschaft gepixelt. Hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert, das Ganze, aber ich finde, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Sieht echt cool aus. Richtig wie so ein Urlaubsparadies. Ich habe mir natürlich selber auch verewigt, ne? Ja, und mal schauen, wie das gleich in-game aussehen wird. Kommen wir wohl zum interessantesten Part, und zwar ein Diamanthelm, der wird so bunt. Also ich finde ja so ein Propellerhelm ziemlich farbenfroh. Deswegen habe ich den einfach mal versucht, im Blockbench zu machen und der kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen. Ich bin so gespannt, wie die gesamte Rüstung in-game aussehen wird. Okay, ich bin jetzt so gespannt, wie die Rüstung in-game aussieht und wow, die sieht ja mal richtig fresh aus. Alter, richtig farbenfroh. Vor allem die Chestplate, der Hut aber auch. Er sieht richtig cool aus mit diesem Propeller oben drauf. Die Wurzelhose und die Flammenboots. Und ich finde, die sehen wirklich so aus, als würden die unter Flammen stehen, wenn man das so sagen kann. Mal schauen, wie die selber an mir aussehen wird. Junge! Auch voll fresh. Okay, der Hut sitzt vielleicht ein bisschen weit oben. Ja. Oh, nicht ins Wasser. Nein, nicht, dass die Flammenboots erlischen. Lol. Hinten auf den Chestplaten mit dieser Sandburg, die ich darauf gezimmert habe. Vorne mit mir selbst drauf. Jetzt halt die Frage, welche Rüstung war besser, ne? Hatte auch was. Ist ein bisschen gegenteilig, jetzt sehe ich gerade. Ozean, Flammen und so. Da sieht man auch ein bisschen, wie ich mich verbessert habe im Blockbench. Hier habe ich ein bisschen einfarbig alles gemacht. Und hier habe ich schon ein bisschen mehr mit Schatten und so gearbeitet. Let's go, Alter. Lachs wird zu. Vielen Dank. Für die Blumen.
Also habe ich Blumen gepixelt. Kabeljau, 6000 Mal übersetzen. Klebrig? Klebrig ist ein Kleber und da muss ich direkt an diesen Prittstift denken aus der Schulzeit. Also habe ich den versucht zu pixeln. Hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Pritt konnte ich natürlich nicht draufschreiben. Das wäre natürlich dann Schleichwerbung. Deswegen habe ich dann Lit draufgeschrieben. Sorry, mir ist nichts anderes eingefallen. Und womit fischt man dann das ganze Essen? Richtig, mit einer Angel, deswegen habe ich die auch nochmal übersetzt. Und da kam Schnecke raus. Also weg mit der Angel. Und los ging's mit der Schnecke. Da ist mir aufgefallen, dass eine normale Schnecke ziemlich langweilig wäre. Deswegen habe ich mich dann umentschieden, um Gary zu machen. War dann tatsächlich gar nicht so leicht zu machen, weil die irgendwie so einen komischen Umriss hat. Aber es hat tatsächlich einigermaßen funktioniert. Und das ist jetzt Gary als Angel. Also Gary unten rechts sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ich würde sagen, wir werfen Gary jetzt einfach mal aus. Und dann sieht man, ich werfe wirklich den Panzer. Ich habe das so hinzugefügt, dass der Panzer weggeworfen wird von Gary und dann liegt er halt im Wasser und jetzt werden Fische daran schwimmen, ziehe ich ran und dann ziehe ich einen Sattel, let's go. Ich wollte doch Essen ziehen. Okay, wir machen nochmal. Jawolski, jetzt habe ich noch was gezogen. Alter, wie weit das weggeflogen ist. Der Prittstift, das war doch der Salmon, ne? Der Kabeljau. Let's go. Ah, nee, Salmon war ja Lachs. Der Kott war der Kabeljau. Let's go. Ich würde sagen, wir ziehen den Prittstift einmal und dann ziehen wir noch die Blumen, da sind sie. Ja, vielen Dank für die Blumen und für den Prittstift. Let's go. Die sehen auf jeden Fall ganz geil aus. Und dann hier die Blumen. Gut, die sind ein bisschen abgeschnitten. Aber ich habe jetzt noch was hinzugefügt. Und zwar platzieren wir hier mein Lagerfeuer hin, damit wir jetzt ein bisschen was anbrennen können. Und zwar einmal hier den Kabeljau und einmal die Blumen. Und wenn die gleich fertig sind, dann passiert da was mit. Jetzt ist die Frage, was? Ich gebe schon mal einen kleinen Hinweis. Die Sachen verbrennen ein bisschen. Einmal ist das ganze Plastik, was verbrennt. Und einmal die Blumen. Und zwar, der Prittstift, der löst sich auf, der schmilzt einfach. Let's go, jetzt sieht das... Ey, sieht echt ein bisschen aus wie ein Fisch jetzt, warte mal. Wenn ich den hier so reinwerfen würde, könnte man denken, das wäre ein Fisch, irgendwie so ein Nemo oder so. Ein bisschen sieht das echt so aus. Auf jeden Fall wird die Blume dann auch verbrannt, weil die liegt halt auf dem Lagerfeuer, ne? Checkt ihr, was ich meine? Die neuen Windcharges werden zu Power-Up. Da muss ich irgendwie an diese Power-Up-Sterne denken. Also habe ich solche umgesetzt. War gar nicht so leicht mit so einer Sterntextur. Aber hat auf jeden Fall einigermaßen gut geklappt. Noch mit so einem süßen Face drauf. Dann war das auch schon fertig. Das ist definitiv fertig, weil ich meine, guckt euch das mal an. Und hört euch das an. Erstmal, der Stern sieht richtig cool aus in-game. Und dann habe ich noch hinzugefügt, weil es ja ein Power-Up-Item ist, dass so ein Mario-Jump-Sound eingefügt wird. Und das ist doch mal richtig geil. Junge, das macht richtig Bock damit, jetzt hin und her zu springen. Sehr cool. Das Boxhorn, also das Ziegenhorn, ist eigentlich auch ganz funny. Und da kam Pfeife raus. Also habe ich einfach mal versucht, im Blockbench so eine Schiedsrichterpfeife zu machen. War tatsächlich auch gar nicht so leicht, so mit der Form und so. Aber ich denke, hat ganz gut geklappt. Hinten noch mit so einem schönen Ring. Und dann war die Pfeife auch schon fertig. Mal schauen, wie sie in-game klingt. Ich zeige euch, wie sie in-game klingt. Jetzt habe ich irgendwie Bock, hier so ein Spiel zu pfeifen in Minecraft. Ey, faul! Das darfst du nicht. Du darfst nicht ins Wasser gehen. Dann verbrennt der Zombie ja gar nicht. Es gibt eine Verwarnung, Dorfbewohner. Guck mal, du hast den Zombie verstört. Weiter geht's mit der seltsamen Suppe. Überraschung? Oh, das passt ja eigentlich wie die Faust aufs Auge, du. Jedenfalls musste ich dann an so ein Ü-Ei denken und das setze ich jetzt einfach mal um. Die Form stimmt auf jeden Fall schon mal, die Farben auch. Aber Kinder kann ich da jetzt nicht hinschreiben, das wäre ja Schleichwerbung. Deswegen habe ich da Erwachsenen hingeschrieben. Und das ist das Ü-Ei bzw. die Suppe in-game. Total verdeckt von den Druckern hier, aber pass auf, ich halte sie in meiner Hand. Da unten rechts kann man sie ganz gut erkennen. Und ich esse jetzt mal einfach was. Oh, jetzt habe ich Sprungkraft. Oha. Let's go, geiler Scheiß. Weil wir letztes Mal den Bogen mit einer Avocado ersetzt haben, machen wir diesmal die Armbrust, die ist ja jetzt noch frei. Was dir gefällt, also mir gefällt am besten das Lichtschwert, deswegen habe ich hinzugefügt, dass man mit der Armbrust jetzt das Lichtschwert spannen kann. Ist noch ein bisschen pixelig, aber hochauflösender konnte ich das nicht machen, weil sonst wäre das mit der Armbrust nicht so ganz gepasst. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal schieße, dann sieht man eigentlich, dass das Lichtschwert weggeschossen wird. Ich schieße mal in die Luft, damit es hier runterkommt. So, da oben fallen sie doch runter und jetzt landen sie hier. Let's go! Hier schlagen die Lichtschwerter ein. Oh, direkt neben mir. Richtig cool. Und dann kann ich es auch einsammeln. Jetzt kann ich mit Lichtschwertern Schildkröten farmen. Das war schon immer mein Lebenstraum. Let's go. Fernglas wird zu Kino. Und weil ich jetzt hier kein Kino bauen kann, habe ich einfach mal so eine 3D-Brille im Blockbench gemacht. Und die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die kann sich aber sowas von sehen lassen. Erstmal, wie die da in der Hand liegt. Sieht richtig cool aus. Wenn ich die jetzt aufsetze, beziehungsweise halt durchs Fernglas gucke, dann habe ich die ehrlich auf. Junge, mit die Kombi mit dem Propellerhut. Das sieht ja richtig fresh aus. Und wenn ich jetzt in die First-Person-Ansicht switche, dann sieht man sogar, die Fernglas-Textur habe ich extra geändert. Gut, das ist vielleicht nicht so ganz mittig, aber das sieht jetzt keiner. Aber jedenfalls sieht man halt rot und blau, damit das halt so 3D-mäßig umgesetzt ist. Ihr checkt schon, so funktionieren ja 3D-Brillen.
sollte eine normale Minecraft eingefügt werden. Kommen wir zum krönenden Abschluss, denn wir haben in der letzten Folge von vor 11 Monaten TNT zu dieser Super Mario Bombe umgeändert. Und ich würde sagen, dass wir TNT jetzt nochmal da durchjagen. Also was kommt raus? Mega? Und was passt mega zu TNT? Eine Mega-Explosion, ausgelöst durch eine Atombombe. Also habe ich einfach mal eine modelliert. Aber die Frage ist, was bringt uns nur ein Model, wenn es keine Fähigkeit aufweist? Aber dieses TNT wird definitiv eine Fähigkeit aufweisen. Erstmal zum Model selbst. Sieht cool aus. Ja Mann, mehr gibt's da nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir zünden den Lachs mal an. Und ich bin gespannt, wie sich das verhält. Ist ja eine Nuklearbombe, also muss da ja ein bisschen was kommen. Also ich sag mal so, wie es ist. Es zündet schon mal ein bisschen länger. Dauert aber ein bisschen. Oh, da ist was passiert. Und mein Biel hat sich aufgehangen? Nichts. Junge, was ist denn jetzt hier passiert? Alles auf einmal verseucht oder was? Ach du heiliger Bimbam. Ui. Ich würde sagen, hier ist ein bisschen was verseucht in so einem kleinen Umkreis. Und ich sehe auch gerade, ich bin kontaminiert. Hier ist alles total verstrahlt. Wie, dass die Kuh noch lebt, das ist echt ein Wunder. Oh, jetzt auch nicht mehr. Bitte, abonniert.